Bautzen am 6. Februar 2023. Auf zur, wenn ich richtig liege, 105. Bahnwache für Frieden, Freiheit, Souveränität und Selbstbestimmung nunmehr. Die letzten beiden Mahnwachen hatte ich nicht besucht in Bautzen, hatte ich in Kamenz was. Den Montagsspaziergängen. Dort auch noch ein bisschen Veranstaltungswerbung. Ja. Schauen wir mal, was heute hier an Teilnehmenden ist, an Redebeiträgen. Und hoffen wieder auf einen friedlichen Spaziergang. Thema Frieden ganz aktuell, ganz groß. Den meisten ist man gar nicht bewusst, dass Deutschland bereits Kriegspartei ist. Ja, und durch ihr Handeln und Tun, vorwiegend auch aufgrund dieser unsäglichen Waffenlieferungen direkt in die Ukraine, dann soll Personal dran, Soldaten ausgebildet werden. Da wird eh nur schlecht dabei. Da wollen wir hoffen, dass die Friedensbewegung insgesamt erstarken. Aber im Moment sehen wir ja nur diese, nur ist gut gesagt, diese Leute, die auch schon seit Corona-Zeiten unterwegs waren auf der Straße. Hoffen wir auf bessere Zeiten, auf friedlichere Zeiten und schauen mal, was sich heute ergibt. 17.56 Uhr mittlerweile in Bautzen. Die Versammlung ist noch näher eröffnet. Wir sehen hier ein Banner der Freien Sachsen. Die hier heute Abend erschienen sind. Wie immer, bevor wir die Versammlung beginnen, die Auflagen, die meisten kennen Sie ja schon. Es dürfen während der Versammlung keine Tiere mitgeführt werden. Ausgenommen davon sind Behindertenbegleithunde. Sollte jemand trotzdem einen Hund dabei haben, möchten wir den ungern heimschicken, dann haltet euch bitte ein bisschen von den Menschen fern, dass praktisch keine Unfälle passieren, dass da nichts passiert. Auch während des Aufzuges, dann geht bitte abseits. Ich denke, das wäre dann ein Kompromiss, der vertretbar wäre. Also bitte nicht direkt in die versammelten Menschen. Während der Versammlung ist zu beachten, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt werden. Der Aufzug ist geschlossen und ohne Lücken zu halten. Der Aufzug ist ein geschlossener Verband. Dabei ist ausschließlich die rechte Fahrbeinseite zu benutzen. Die Traktoren halten einen ausreichenden Mindestabstand zum Führungsfahrzeug nach vorn und auch zu den und die Demonstranten zu den Traktoren. Ein Ausscheren aus dem Verband oder die Gefährdung, Behinderung des Gegenverkehrs ist untersagt. Genau. Sollten Gegenstände oder Unterlagen an öffentlichen Gebäuden abgelegt werden, sind diese noch während der Versammlung wieder zu entfernen. Das Abstellen von Wachskerzen ist untersagt. Das Mitführen von Glasflaschen oder Gegenständen, die zum Werfen, Schlagen oder Stechen verwendet werden können, ist verboten. Während der Versammlung ist es nicht gestattet, Alkohol zu konsumieren und die Zufahrten für warte mal kurz. Und die Zufahrten für Polizei, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge zum Zielort sind jederzeit zu gewährleisten. So, das waren die Versammlungsauflagen. Da haben wir das auch geschafft schon mal. Damit eröffne ich die 105. Mahnwache 18 Uhr. Für Frieden, Freiheit, Nein, Selbstbestimmung und Souveränität. In der letzten Woche bin ich persönlich kritisiert worden, dass wir zu undeutlich rausstellen, wofür wir eigentlich stehen.
obwohl es der Titel ja eigentlich sagt. Wir stehen hier natürlich für Frieden, wir stehen für Freiheit. Wir stehen aber auch dafür, dass die Menschen, die immer wieder, also die Politiker, die immer wieder Menschenrechtsverletzungen begehen, sei es bei den Corona-Maßnahmen oder jetzt durch Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, irgendwann einem fairen juristischen Prozess vorgeführt werden. Das fordern wir. Ja, und wie immer, als erstes die Katrin, die uns mit ihrer kleinen Andacht einstimmen wird. Dann haben wir noch ein paar organisatorische Dinge, die dann kommen, bevor wir zum Spaziergang gehen. Ja, vielleicht eins vorweg, bevor ich beginne. Nach der Andacht soll ein Liedchen gesungen werden und ich weiß nicht, es ist ziemlich finster. Habt ihr Zettel oder nicht? Also wenn es Zettel gibt, verteilt die mal schon eine Weile. Na, ja. Gut, ich fange einfach an. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. So ist mein Thema heute. Das Ganze steht in Matthäus 5, Vers 9. Und ich frage euch, habt ihr über diese Worte überhaupt schon mal nachgedacht? Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Söhne Gottes oder Töchter Gottes heißen wir, wenn wir friedfertig sind. Ich habe mal nachgeschaut, was heißt friedfertig? Friedfertig heißt, immer bereit, sich ohne Streit zu einigen, Frieden suchend. Wie fühlt sich denn nun Frieden eigentlich an? Kann ich Frieden fühlen? Habe ich eine innere Stimme, die mir verrät, wie Frieden ist? Ich kann für mich sagen, ja, ich kann es spüren. Ich kann genau spüren, wo Frieden ist und wo kein Frieden ist. Wenn ich zum Beispiel einen Raum mit Menschen betrete und innehalte, spüre ich deutlich die Atmosphäre in diesem Raum. Ich kann sie mit all meinen Sinnen erfassen. Ich kann den Frieden spüren. Voraussetzung dafür ist, ich möchte es und ich bin bereit anzuhalten. Nicht im Aktionismus zu leben, sondern langsam und Schritt für Schritt zu gehen. Noch ein Beispiel. Wenn mein Nachbar mir gegenübersteht, kann ich spüren, ob er mit friedlicher Absicht kommt. Das kann ich sehen, aber ich kann es auch durch Schwingung spüren. Stellen wir uns vor, er hat ein Brecheisen in der Hand und will es mir zurückgeben. Gut, wenn ich da selbst im Frieden bin. Sonst kann es ja leicht zu Missverständnissen kommen. Wenn der Nachbar klingelt und mich auf dem falschen Fuß erwischt, kann er noch so friedlich sein. Ich werde es nicht wahrnehmen. Noch schlimmer, ich werde meinen Unfrieden auf ihn übertragen. Also das Ziel für uns alle: lebt im Frieden und bemesst jede Situation danach. Im Psalm 34, Vers 15 steht: suche den Frieden und jage ihm nach. Friedfertigkeit ist die ganze Macht der Liebe. Friedfertigkeit ist eine Art, Probleme zu lösen, ohne einen Sündenbock dafür zu brauchen. Friede kehrt ein, wenn du Gewalt, Vorurteile und Feindbilder aufgibst. Der Friede in der Welt beginnt mit dem Frieden in deinem Herzen und in deinem friedlichen Umgang mit anderen Menschen. Ohne Friedfertigkeit empfinden wir Unterschiede als Bedrohung und beurteilen andere Menschen nach dem Hörensagen statt nach der Erfahrung.
Leider erleben wir das täglich, wie Menschen sich aufgrund von Hörensagen von uns abwenden. Und es erfordert Mut, friedfertig zu leben. Denn noch sind die meisten Menschen um uns herum nicht in der Lage, diesen Frieden ebenfalls als oberstes Ziel zu sehen. Alles beginnt damit, dass ich mich zeige und bereit bin, aus dem Raum der schweigenden Mehrheit herauszutreten. Ich spreche aus, was ich fühle. Ich wage es, anzusprechen, was für den Frieden zwischen mir und meinem Gegenüber notwendig ist. Selbst auf die Gefahr hin, dass mein Gegenüber meine Worte nicht sofort für sich aufnehmen und anwenden kann. Ein Freund, der nicht ehrlich zu dir ist, ist kein wirklicher Freund. Das zeigt sich gerade in der heutigen Zeit sehr deutlich. Viele Freundschaften sind auseinandergebrochen und brechen noch auseinander. Sie haben den inneren gemeinsamen Frieden als Grundlage verloren. Oder dieser Frieden war noch nie da. Du weiblich und den Bautzen, da gibt's ein Zeug, du. Hab Geduld. So mancher besinnt sich. Die es nicht begreifen. Und ihr seid diejenigen, die aushalten. Die Tür des biblischen tausendjährigen Friedensreiches öffnet sich. Sie öffnet sich durch uns. Und ich möchte euch allen zusprechen, ihr seid Söhne und Töchter Gottes. In und durch euch wird Frieden. Und wir alle stellen den Fuß in die Tür, bis auch der letzte Mensch den Eingang in das Friedensreich gefunden hat. Denn wir sind eine Menschheitsfamilie. Jetzt habe ich noch eine Geschichte, die gut dazu passt und auch überleitet zu dem Lied, was wir nachher singen miteinander. Auf mich kommt es an, so heißt die Geschichte. Einst fragte die Tannenmeise ihre Freundin, die Wildtaube, sag mir, was eine Schneeflocke wiegt. Nicht mehr als ein Nichts, antwortet die Wildtaube. Dann lass mich eine wunderbare Geschichte erzählen, sagte die Meise. Ich saß eines Tages auf einem dicken Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als es zu schneien begann. Es schneite nicht heftig, sondern ganz sanft und zart, ohne Schwere. Da ich gerade nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und auf die Nadeln des Astes fielen und darauf hängen blieben. Und als ich die letzte der 3.741.953 Schneeflocken leise und sanft auf dem Ast niederließen, die letzte, die nicht mehr wog als ein Nichts, brach der starke, dicke Ast der Fichte ab. Damit flog die Meise davon. Die Taube, als Spezialistin für den Frieden, sagte zu sich nach kurzem Nachdenken, vielleicht fehlt ja nur eines, ein einzelner Mensch zum Frieden dieser Welt. Und damit bitte ich die Sänger auf die Bühne, die uns jetzt die kleine weiße Friedenstaube singen wollen. Ja, und ihr dürft natürlich alle gerne mit einstimmen.